Gebrochen. Gebrochen ist das Partizip Perfekt von brechen wie auch von gebrechen. Gebrochen ist also ein partizipiales Adjektiv. In der Mathematik gibt es die gebrochene Zahl, also einen Bruch. In der Musik gibt es einen gebrochenen Akkord, einen Akkord, der nacheinander angeschlagen wird. Gebrochen heißt auch mangelhaft mit falschem Akzent. So gibt es zum Beispiel, dass jemand gebrochen spricht. Gebrochen heißt aber insbesondere tief getroffen und deprimiert. So gibt es Menschen, die nach dem Tod ihres Partners ein gebrochener Mensch sind. Und gerade in Deutschland gibt es gar nicht wenige Menschen, die nach einem Konkurs ihrer Firma gebrochen geworden sind. Oder viele Menschen sind nach einer Trennung gebrochene Menschen. Wie kannst du dem Gefühl, gebrochen zu sein, entgehen? Wie kannst du einem gebrochenen Menschen helfen? Das Wichtigste wäre sicherlich, einem Menschen neuen Mut zu geben oder selbst neuen Mut zu bekommen. Die einfachste Weise wäre, Asanas, Pranayama, Meditation zu üben. Wenn man regelmäßig Yoga-Praktiken übt, fließt wieder neues Prana. Ist neues Prana da, neue Lebensenergie und neue Energie, dann kommt auch neue Freude auf. Und in den Yoga-Übungen gibt es ja auch viele Übungen, die das Herz öffnen, die positive Stimmung bringt. Die einfachste Weise, einen gebrochenen Menschen zurück zum Leben zu bringen, wäre tatsächlich, ihn zum Yoga zu führen. Vermutlich gibt es nichts, was leichter ist. Am besten wäre es übrigens, dass dieser Mensch mal eine Woche, zum Beispiel eine Ferienwoche in einem Yoga-Ashram verbringt. In eine Woche in einer positiven Stimmung und Atmosphäre mit Menschen, die auch optimistisch sein können oder auch höhere Ideale haben, mit gesunder Ernährung in der Natur raus aus dem bisherigen Alltag, kann neue Energie und Kraft bringen. Auch tiefer spirituell nachzudenken kann helfen, über Gebrochenheit hinauszukommen. Wenn man sieht, dass letztlich alles einen Sinn macht und dass auch schwere Erfahrungen einen Sinn machen, und wenn man auch weiß, dass mit diesem Leben nicht alles zu Ende ist, dass wenn das Karma noch nicht zu Ende war für dieses Anliegen oder mit diesem Menschen, dass das später nochmal weitergehen kann, in diesem Leben oder im nächsten Leben, und dass man von jeder Erfahrung gestärkt hervorgehen kann, dann hilft das, eine ganz andere Sichtweise im Leben zu haben. Weder du musst dauerhaft gebrochen sein, noch muss dein Bekannter, dein Familienmitglied gebrochen sein, noch muss jemand dauerhaft ein gebrochenes Herz haben. Es ist möglich, darüber hinauszuwachsen. Und Yoga, sowohl die körperlich orientierten Yoga-Arten wie Hatha-Yoga, wie auch die spirituelle Philosophie des Yoga, wie auch die Meditation selbst, kann alle helfen, eine neue Perspektive im Leben zu bekommen, neue Freude, Energie und Initiative.